Es geht hoch und runter. Der DAX hat sich erholt, aber gesund ist er wohl noch nicht. Warum? Das werde ich Ihnen gleich erzählen. Hallo Joachim, also ich zumindest für meinen Teil habe so eine Börsenphase bisher noch nicht erlebt. Volatilität hängt weit über 50%. Und zumindest sind wir jetzt im Moment gerade auch wieder deutlich auf dem Schlussniveau von gestern. Und gestern war ja einer der krassesten Tage überhaupt. Wie sehr, sehr spannend zu so einem Zeitpunkt unsere Marktstimmungsumfrage. Und vor allen Dingen bin ich extrem gespannt, wie du das interpretierst, was dabei rausgekommen ist. Ja, das ist wohl der schwierigste Teil, Edda, die Interpretation. Aber erstmal zu den Tatsachen. Das heißt, wir haben die institutionellen Anleger befragt und da hat sich gar nicht viel getan in der Stimmung. Man kann das also, wenn man das Börsengeschehen sieht, da haben wir im Wochenvergleich ein Plus gehabt in der Punktbetrachtung. Das ist jetzt schon wieder Makulatur, kann man sagen. Haben wir ein Plus gehabt von fast 17%. Das ist natürlich gewaltig und da denkt man natürlich, dass es auch große Stimmungsumschwünge gibt. Aber wir gucken mal auf die Grafik. Und wir sehen, da hat sich eigentlich nicht allzu viel getan. Unser Börse Frankfurt Sentiment Index, er ist runtergegangen um 6 Punkte, um 5 Punkte, sorry. Das heißt also hier ein Stand von +6. Da gab es keinen Abbau von Optimismus. Die Optimisten, die sind eigentlich still geblieben, haben sich also kaum bewegt, sondern hier gab es so eine kleine Bewegung von vormals seitwärts orientierten Akteuren ins Bärenlager hinein. Das heißt also, man setzt hier darauf, dass diese Rallye, die wir gesehen haben, infolge dieser riesengroßen Programme der Notenbanken und auch der Regierung, zuletzt natürlich aus den USA, trotz all dieser großen Gelddruckprogramme glaubt man eben hier nicht an die große Trendwende, habe ich hier zumindest den Eindruck, wenn ich das Sentiment mir angucke, sondern bestenfalls an eine Rallye im Bärenmarkt. Und die privaten Anleger wirken noch deutlich verschreckter. Die haben also nahezu nichts gemacht. Woher der Unterschied? Ja, normalerweise könnte man ja meinen, dass sich der Schrecken in Aktivität auflöst, aber das geht eben nicht, weil diese Engagements vermutlich zu viel, viel höheren Zeitpunkten und zu viel, viel höheren Kursen eingegangen worden sind. Und das macht sich hier bemerkbar in einem Börse Frankfurt Sentiment Index der Privatanleger. Wir gucken auf die Grafik, ein Rückgang von gerade mal einem Punkt. Das ist also statistisch vernachlässigbar. Wir sind hier bei +10 insgesamt. Stichwort Rallye im Bärenmarkt, ist das auch das, was uns erwartet, oder funktioniert der Sentiment-Index diesmal als Kontraindikator? Nun, wenn wir genau hingucken, wir haben natürlich ein ganz klein wenig Optimismus. Das ist nicht viel. Und wenn wir auf die vergangenen 3 bis 6 Monate gucken, dann ist es sogar ein relativer kleiner Pessimismus. Was beide Lager, Optimisten und Pessimisten, brauchen, sind große Bewegungen, noch größere Bewegungen, als wie wir sie bisher gesehen haben. Aber das wird natürlich sich nicht so einstellen. Das heißt also, wir haben es hier für die Optimisten natürlich mit einer ja doch großen Schieflage zu tun, die eigentlich so aus dem Nichts heraus nicht aufgelöst werden kann. Aber die Pessimisten, sie nehmen eben auch nicht ihre Gewinne mit, sie lösen auch nicht ihre Sicherung auf. Und ich schätze mal, bevor wir hier nicht langfristige Nachfrage bekommen, wird sich hier an der Situation des DAX nicht allzu viel ändern können. Das heißt also, wir brauchen langfristige Nachfrage, um eine nachhaltige Erholung zu bekommen. Die bekommen wir aber erst, wenn wir hier also ein bisschen mehr den Eindruck bekommen, das Coronavirus in den Griff bekommen zu haben. Und solange das nicht der Fall ist, sind die Impulse aus dem heimischen Markt nicht riesengroß, aber die große Unterstützung ist eben auch nicht da. Klingt nach einem echten Dilemma. Dann wünschen wir uns und allen anderen das Beste für die nächsten Tage. Danke dir für deine Einschätzung und dass alle gesund bleiben. Ja, vor allen Dingen viel Gesundheit, die Ja. werden wir brauchen. Danke dir. Tschüss. Tschüss.